Zu viele Operationen. Kasse machen auf Kosten der Patienten. Krankenhäuser, die wollen ja hier Profit machen. Nur Geld, Geld, Geld. Keime im Krankenhaus. Schmutz, der richtig gefährlich werden kann. Zustände, die dazu führen, dass russisches Roulette mit dem Leben des Patienten gespielt wird. Viel Fett und keine Vitamine. Miese Kost im Krankenhaus. Wenn ein Patient längere Zeit mit so einem Essen versorgt wird, dann ist er ganz klar mangel- und fehlernährt. Die Tricks der Krankenhäuser. Rund 1900 Krankenhäuser gibt es in Deutschland. Fast jeder von uns landet irgendwann einmal dort. Doch es wird kräftig gespart. Müssen wir uns deswegen Sorgen machen? Das möchte ich wissen. Welche Begriffe verbinden Sie mit dem Thema Krankenhaus? Zu wenig Pflegepersonal. Die haben alle überhaupt keine Zeit, sich um die Leute richtig zu kümmern. Genug Pflegepersonal oder zu wenig? Ich war sehr zufrieden mit allem. Eine Oma einer Bekannten, die ist im Krankenhaus verdurstet. Kann auch passieren. Die meisten entscheiden sich für die roten Würfel. Ich glaube schon, dass zu oft Operationen durchgeführt werden, weil halt Kasse gemacht werden soll. Zu viele Operationen, das würde ich auch noch nehmen. Warum? Ja, weil oftmals Kleinigkeiten sehr schnell gemacht werden, ohne dass vielleicht wirklich ein Grund dafür besteht. Vor Keimen haben viele Angst. Keime, wieso? Weil ich Angst habe, kränker rauszukommen, als ich vorher war. Ja, Keime. Das ist auch das ganz große Thema. Meine Freundin lag auf Leben und Tod. Echt? Mit Krankenhauskeimen, ja. Wie ist es ausgegangen? Nach einem Dreivierteljahr, Gott sei Dank, gut. Aber ein Dreivierteljahr Krankenhaus, weil man nur eine kleine Operation hatte, ist schon ganz schön heftig. Ist das ein Bild, was für Sie stimmig ist? Ja, würde ich sagen. Ist aber ganz schön negativ, ne? Ja, aber rein die Erfahrung, die lässt keine anderen Schlüsse zu. Immer wieder erreichen unsere Redaktion Berichte und Bilder, die uns entsetzen. Die Toilette in einem Patientenzimmer, total verdreckt. Die Fernbedienung eines Krankenhausbettes, völlig blutverschmiert. Solche Zustände sind nicht nur ekelerregend, sie können lebensgefährlich werden. Laut Bundesgesundheitsministerium infizieren sich jedes Jahr bis zu 600.000 Menschen mit Krankenhauskeimen. Die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene schätzt sogar noch höher, 1 Million. Gefährliche Keime. Ein Riesenproblem in vielen deutschen Krankenhäusern. Und das nur, weil viel zu viele Fehler bei der Hygiene gemacht werden, sagt Professor Walter Popp. Er ist Facharzt für Hygiene. Ich zeige ihm die Bilder, die uns Patienten geschickt haben. Oje, oje, das geht ja gar nicht. Das ist ein Fernbedienteil wahrscheinlich, genau. Ein Bett voller Blut. Voller Blut? Unmöglich. Das ist ja eigentlich unfassbar, oder? Ja, es ist ja bekannt, dass wir riesen Reinigungsprobleme haben im Krankenhaus, dass eben vor Jahren alles heruntergefahren worden ist. Und letzten Endes ist das Abbild davon. Ja. Das ist kein Einzelfall, glauben Sie? Nein, das ist kein Einzelfall. Wir wollen 5 norddeutsche Krankenhäuser überprüfen. Wie hygienisch oder eben unhygienisch finden wir sie vor? Zusammen erarbeiten wir eine Checkliste. Auf was gilt es dabei zu achten? Also Betten, da muss eben eine Folie drüber sein. Ah. Ne? Jetzt, ja, sowohl bei sauberen Betten als auch bei benutzten Betten. Und die muss auch komplett das Bett bedecken, weil die stoßen ja dann aneinander und dann können sie ja Keime übertragen vom einen auf das andere Bett. Anhand solcher Listen kontrollieren sonst auch Gesundheitsämter die Kliniken. All diese Punkte sind relevant, um die Hygiene in den jeweiligen Häusern beurteilen zu können. Außerdem werden wir auch Proben nehmen. Finden wir gefährliche, vielleicht sogar multiresistente Keime? Für die Probennahme holen wir uns Unterstützung. Joachim Höfner ist ausgebildete Hygienefachkraft. Mit solchen Abklatschplatten überprüfen die Krankenhäuser auch selbst ihre Keimbelastung. Wir wollen Kliniken in Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein ansehen. Mit versteckter Kamera machen wir Aufnahmen. Aber ist das nicht ein bisschen auffällig, wenn wir zwei hier durchlaufen und dann mit diesen Platten Proben entnehmen?
es hängt immer davon ab, wie aufmerksam das Personal ist. Mhm. Also man braucht ja nur ein paar Sekunden für so einen Abklatsch. Das erste Krankenhaus in Schleswig-Holstein, eine städtische Klinik. Die Besuchertoiletten im Erdgeschoss, ein Waschbecken, total verdreckt. Und hier, überall Urin auf dem Boden. Im Fahrstuhl klebt eine braune Masse. Vor der Station stehen Patientenbetten, die nicht komplett abgedeckt sind. Insgesamt nimmt Joachim Höfner 10 Proben. Die Abklatschplatten müssen sofort gekühlt werden und kommen direkt ins Labor. Auf dem Weg ins nächste Krankenhaus dokumentiert er die Beprobung und geht die Checkliste durch. Wie ist der Eindruck genereller Sauberkeit auf der Station? Zum Teil schmutzig. Wir haben Flecken auf dem Fußboden gesehen. Wir haben Im Fahrstuhl. Aber sah nicht gut aus. Optisch überhaupt nicht akzeptabel. Und im Bereich der Besuchertoiletten im Erdgeschoss, die waren schmutzig. Ganz klar zu sagen, ja. Das Krankenhaus teilt uns dazu mit, man werde die Reinigungserfordernisse durch vermehrte In-Augenscheinnahme anpassen. Weiter geht es zum nächsten Krankenhaus in Niedersachsen, ein öffentlicher Träger. Dieses benutzte Bett steht für jeden zugänglich in einem engen Flur. Keime können leicht überall hin übertragen werden. Und vor der Intensivstation dieses Bett, beladen mit allem möglichen Zeug. Inwiefern kann das problematisch sein? Da wird dann das Problem sein, dass sich jemand von der Intensivstation etwas einfängt, was er nicht haben will. Infektionsgefahr mit Keimen von der Intensivstation. Das Krankenhaus gibt zu, die unabgedeckten Betten sind tatsächlich ein Problem. Man werde in Zukunft vermehrt darauf hinweisen. Das nächste Krankenhaus gehört zur Kette eines privaten Anbieters in Schleswig-Holstein. Auch hier steht ein benutztes Bett mitten im Flur. Noch schlimmer, benutzte Bettwäsche. Ein großer Haufen liegt offen auf einem Wagen. Das Krankenhaus verweist darauf, dass der Wagen keine saubere Wäsche enthalte. Insofern kann es zu keiner Verbreitung von Keimen kommen. Das sieht der Experte anders. Da haben wir natürlich die Gefahr, dass das Personal das jetzt noch mal in die Hand nehmen muss, in den Sack hineingeben muss und dabei die eigene Kleidung kontaminiert wird. Und damit trägt sie die Keime immer weiter? Und dann besteht die Gefahr, dass sie die Erreger auf andere Patienten in andere Zimmer schleppt. Auf geht's zur nächsten Klinik, diesmal in Hamburg. Wieder eine Kette. Auffällig? Die roten Markierungen, die an die Händedesinfektion erinnern. Wie fanden Sie die denn? Diese Markierungen finde ich einfach toll, weil man fällt fast drüber. Und jeder, der da drüber steigt mit den Füßen, der weiß, aha, Hände desinfizieren, wo ist der nächste Spender? Mhm. Und desinfiziert sich die Hände. Nur leider stumpft das Personal da sehr schnell auch ab. Die Klinik schreibt uns, die korrekte Desinfektion werde regelmäßig überprüft. Dies ergebe, dass diese Maßnahmen mit gutem Erfolg durchgeführt werden. Das letzte Krankenhaus in unserem Test, eine städtische Klinik in Niedersachsen. Die Flure vollgestellt. Wir sind vor einem Isolationszimmer. Hier liegt wahrscheinlich ein Patient, der mit gefährlichen Keimen infiziert ist. Auf dem Wagen davor unter anderem Schutzkleidung für Personal und Besucher. Der Ausstattungswagen sah ja eher unordentlich aus. Welche Schlüsse kann man daraus ziehen? Dann deutet das darauf hin, dass man die Sachen, die man braucht, nicht so schnell findet, wie man sie dann braucht. Und es besteht auch die Gefahr, dass benutzte Schutzkittel zum Beispiel über die sauberen drüber gelegt werden. Das Krankenhaus räumt ein. Normalerweise werden bei uns Nachtschränke als Ausstattungswagen eingesetzt, die eine Schublade und ein geschlossenes Fach aufweisen. Wir haben die betreffende Station heute ausdrücklich noch einmal zur Verwendung von Nachtschränken verpflichtet. Nun kommen alle Proben ins Labor
und werden auf Keime untersucht. Wir sind verabredet mit einer Frau, die beinahe an einer Infektion durch den multiresistenten Krankenhauskeim MRSA gestorben wäre. Weil sie Anzeige erstattet hat, nennen wir weder ihren Namen noch den der Klinik. Das Schlimme ist, das hätte ja alles nicht sein müssen, ne? Also wenn ich es mir genau vor Augen halte, bin ich noch genauso fassungslos wie kurz nachdem das alles passiert war. Weil ich bin ja eigentlich irgendwo hingegangen, um eine Spritze zu kriegen, damit es mir besser geht. Schon seit Jahren bekam sie Schmerzmittel und Cortison gegen ihr Rückenleiden gespritzt. Eigentlich keine große Sache. Aber nach der letzten Behandlung im Juli 2017 war alles anders. Danach ging es mir drastisch schlechter. Ich konnte meinen Oberkörper nicht mehr hochbewegen. Ich konnte nicht mehr richtig laufen. Ich begann Schüttelfrost zu kriegen. Trotzdem wird sie entlassen. Es geht ihr immer schlechter. Sie wird in der nächstgelegenen Klinik notoperiert. Dann wird die Frau verlegt, wieder ins erste Krankenhaus. Da lag sie weinend auf dem Flur, zitternd, hatte die ganze Zeit nichts zu trinken. Keiner hat sich groß gekümmert, hatte Schmerzen ohne Ende, hat mich kaum noch wahrgenommen. Und dann kam die Notärztin raus und sagte mir, ja, ihre Frau hat eine schwere Sepsis. Sie wird auf der Intensivstation versorgt, erholt sich wieder. Später kommt sie in ein normales Zimmer. Dort ist das Ehepaar entsetzt über die hygienischen Zustände. Also es war offensichtlicher Dreck, Schmutz? Offensichtlicher Dreck, wirklich Blutspritzer anwenden, Essensreste an Betten. Und die Toilette war so verschmutzt, dass ich daraufhin den Chefarzt aufgesucht habe und habe ihm gesagt, er möchte sich doch bitte mal diese Zustände dort ansehen. Der dann den Toilettendeckel hochgehoben hat und hat gesagt, das ist einfach nur eklig. Das Ehepaar hat die hygienischen Zustände im Patientenzimmer dokumentiert. Die Blutspritze an der Wand und die total verdreckte Toilette. Wenn sie ins Zimmer reinkommen und sie möchten am liebsten schon wieder rückwärts gehen, weil das so stinkt. Und ich glaube, ich werde in meinem Leben diesen Geruch nicht mehr los. Und wenn ich mal bedenke, das Klinikum ist ein Universitätsklinikum. Nie wieder würde ich dorthin gehen. Wie und wo sie sich mit dem gefährlichen Keim infiziert hat, ist schwer zu beweisen. Wir begleiten das Ehepaar zu seinem Anwalt. Dr. Burkhard Kirchhoff hat sich auf Patientenrecht spezialisiert. Diese Fälle enden oft mit Querschnittslähmungen der Patienten. Die Infektion, die die Mandantin erlitten hat, die wird sie sicherlich Zeit ihres Lebens beschäftigen, aber das hätte auch mit einer Querschnittslähmung oder dem Tod der Patientin enden können. Die Klinik teilt uns mit, dass sie sich im laufenden Verfahren dazu nicht äußern könne. Was glauben Sie, wie hoch sind die Chancen in diesem Fall, dass sie auch zu ihrem Recht kommt? Also wir prüfen für die Mandantin zwei Punkte. Einmal die Frage der Verantwortlichkeit für die Infektion als solche. Und wir prüfen natürlich auch die Reaktion der Klinik auf diese Infektion. Das heißt, die Frage, wurde rechtzeitig genug reagiert? Und da habe ich wirklich hier sehr viele Fragezeichen, die ich konkret beantwortet haben möchte. Der Keim wird wohl immer in ihrem Körper bleiben und kann jederzeit neue Entzündungen hervorrufen. Die Ergebnisse der Proben aus den Krankenhäusern sind da. Und ich treffe mich erneut mit Professor Popp. Was sagt der Fachmann zu den Analysen? Das Krankenhaus mit den fetten Hinweisen auf Händedesinfektion. Hygienezertifikate an den Wänden. Alles sieht aufgeräumt und sauber aus. Doch die Proben zeigen ein anderes Bild. Das ist von den 5 Krankenhäusern dasjenige mit den allerhöchsten Keimzahlen in der Summe. Und auch mit deutlichem Abstand. Und wie bewerten Sie diese Zahlen? Also es sind insgesamt ja immer relativ viele Keime pro Abklatschplatte gewesen. Und es gibt in Deutschland keine Grenzwerte sozusagen für Keime. Es gibt aus dem Lebensmittelbereich oder auch aus dem Bereich der Klimaanlagen gibt es in Deutschland so Richtwerte, wo man sagt, ab 100 Keimen pro Platte ist es nicht akzeptabel. Wenn man die Kriterien zugrunde legt, dann müsste man im Prinzip umgehend eine desinfizierende Reinigung durchführen. Das Krankenhaus schreibt dazu, in den öffentlich zugänglichen Bereichen werde in der Regel täglich desinfizierend gereinigt. Und weiter,
Auch bei den teilweise unangemeldeten Begehungen durch das Gesundheitsamt wurden keine Verstöße gegen die Hygienevorschriften festgestellt. In zwei weiteren Häusern wurde ein Keim gefunden, der für Patienten zur tödlichen Gefahr werden könnte. Hier am Aufzug und hier am Waschbecken. Wir haben ja auch Acinetobacter gefunden. Welche Folgen kann das für die Patienten haben? Acinetobacter kommt in der Umwelt vor und wenn der Patient beispielsweise diese Stelle anfasst, wo der Keim ist, dann kriegt er das an die Hand, erfasst sich hinterher vielleicht am Mund, verschluckt sich, bekommt ihn in die Lunge und bekommt davon unter Umständen eine Lungenentzündung. Die kann man im Prinzip beim normalen Acinetobacter behandeln, meistens jedenfalls. Wenn der jetzt aber eine Multiresistenz gegen Antibiotika hat, dann kann das ganz schwierig werden und das kann dann auch mal zum Tod des Patienten führen. Das Krankenhaus schreibt uns dazu: Dieser Befund ist nicht besorgniserregend. Und weiter: Infektionen mit diesem Erreger würden ausschließlich stark abwehrgeschwächte Patienten betreffen. Die andere Klinik erklärt: Die Aufzüge und besonders die Schaltflächen werden täglich einmal desinfizierend gereinigt. Im nächsten Haus wurde der gleiche Keim sogar in 4 von 10 Proben gefunden. Sie haben an 4 verschiedenen Stellen Acinetobacter nachgewiesen. Das finde ich jetzt bei 10 Abklatschen schon ungewöhnlich, muss ich sagen. Und bei dem Krankenhaus fällt auch noch auf, im Qualitätsbericht müssen ja heute die Krankenhäuser den Händedesinfektionsmittelverbrauch angeben. Und das ist das Haus mit dem geringsten Verbrauch, das auch deutlich unter dem bundesdeutschen Schnitt liegt. Müsste das Krankenhaus jetzt eigentlich Konsequenzen ziehen? Die müssten mal in größerem Umfang Abklatschen nehmen. Und wenn sich das bestätigt, dass sie tatsächlich überall Acinetobacter finden, dann haben die echt ein Problem. Und das liegt dann primär natürlich in der Reinigung. Das heißt, sie müssten die Reinigung überprüfen. Und die müssen natürlich an den Händedesinfektionsmittelverbrauch rangehen und sich überlegen, wie sie den hochfahren können. Das Krankenhaus schreibt: Der gefundene Keim wurde im vergangenen Jahr nicht in einem einzigen Fall als Verursacher von Erkrankungen nachgewiesen. Wir fahren in die Niederlande. Hier gibt es viel weniger Probleme mit Krankenhauskeimen. Ein entscheidender Unterschied zu Deutschland: Ärzte und Pflegepersonal werden besser geschult. Denn die Gefahrenquelle Nummer 1 bei der Übertragung von Keimen ist der Mensch. In einem extra Ausbildungslabor lernen die Mitarbeiter den richtigen Umgang mit Patienten. Diese fluoreszierende Lotion simuliert Bakterien. Das Stethoskop vergessen die Ärzte immer wieder zu desinfizieren, bevor sie zum nächsten Patienten gehen. So verteilen sich die Keime. Alles, was jetzt leuchtet, steht für Millionen von Bakterien, die schwere Infektionen auslösen können. Man wird sich bewusst, dass man die Bakterien so einfach verbreiten kann und wie wichtig es ist, dass man daran denkt. Man sieht die Bakterien nicht, aber man weiß, dass man sie überträgt, wenn man diese Dinge nicht beachtet. Professor Alexander Friedrich leitet die Abteilung für Mikrobiologie und Infektiologie hier in Groningen. Er ist auch für die Ausbildung in Bezug auf Hygiene verantwortlich. Wenn man es einmal gesehen hat, mit eigenen Augen, auch wenn es dann Licht an ist und man sieht die Fluoreszenz nicht mehr, bleibt es doch im inneren Auge und man sieht so eine Station und man sieht den patientennahen Raum und auch die Patienten selbst anders, weil man dann weiß, aha, es ist nicht zufällig, wie Erreger verteilt sind. Da gibt es Hotspots an Oberflächen, an Körperstellen, die eben mit Erregern behaftet sind. Und ich muss meine Hände desinfizieren, aber ich muss auch wissen, wann ich es tun muss. Die Hände desinfizieren, das dauert 30 Sekunden. Da kommt pro Schicht einiges zusammen. Das Problem in deutschen Krankenhäusern: zu viele Patienten für zu wenig Personal. Und wir sehen auf der deutschen Seite, dass eben schon so ist, dass 2 bis 3 Patienten durch eine Pflegekraft mitversorgt werden müssen. Und die muss so viel Kreuzverkehr von einem Patienten zum anderen, muss ich wie ein Roboter die Hände desinfizieren. Unsere Recherchen zeigen, besonders auf Intensivstationen ist das eine echte Gefahr für die schwerkranken Patienten. Denn die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen können oft gar nicht durchgeführt werden. Das zeigt eine Studie der Uniklinik Köln. Danach ist eine 1:1 Betreuung unbedingt notwendig. Tatsächlich aber muss sich auf den Intensivstationen eine Pflegekraft um 2,47 Patienten kümmern. Dazu äußert sich der Studienleiter öffentlich.
Wir arbeiten gegen ein Gesetz. Nach dem Infektions- und Seuchenschutzgesetz steht es eigentlich drin verankert. Das Robert-Koch-Institut ist beauftragt. Wenn man ganz, sag ich mal, sehr ketzerisch das argumentiert, muss man sagen, wir handeln gerade gegen das Gesetz. Oder auch Hygieniker, Politiker handeln gegen das Gesetz, weil das, was gefordert ist, kann nicht umgesetzt werden. Weil Krankenhäuser sparen, ist oft nicht genug Pflegepersonal im Dienst, um alle Hygienemaßnahmen durchzuführen. Das gefährdet das Leben von Patienten. Waren Sie schon mal im Krankenhaus? Ja, leider, ja. Wie war denn das Essen da? Scheiße. Das war irgendwie einseitig, nicht so auf gesundheitsbewusstes Ernährung ausgelegt. Was war denn daran so schlimm? Es ist weit entfernt davon, gesund zu sein. Gemüse sucht man. Es war nicht frisch. Das war lieblos zurechtgemacht und vor allem es wurde auch lieblos gereicht. Krankenhausessen, ich glaube, das mag niemand so richtig gerne. Wie schlimm ist es tatsächlich? Und welche Folgen hat schlechtes Essen im Krankenhaus? Gesunde Ernährung ist besonders für kranke Menschen wichtig. Studien zeigen, dass viele Patienten bereits mangelernährt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Deshalb gibt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung einen Qualitätsstandard für die Verpflegung in Krankenhäusern heraus. Wie gut ist das Essen in Krankenhäusern? Wir machen dazu eine Stichprobe in zwei Kliniken. Dagmar von Kram ist Ernährungsexpertin und soll uns dabei helfen. Wir treffen uns in der Nähe des Krankenhauses, wollen das Mittagessen testen. Das Essen im Krankenhaus, das kann ja schon entscheidend zur Genesung beitragen, oder? Ja, wir erwarten ja im Krankenhaus auch, dass die medizinische Behandlung nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen geht. Dann soll doch bitte auch das Essen nach den Erkenntnissen ausgerichtet sein, die wir im Moment haben über gesunde Ernährung, über wohltuende Ernährung, über immunstärkende Ernährung. Was sind denn die möglichen Folgen, wenn das Essen schlecht ist? Wenn jemand länger im Krankenhaus ist und wirklich dramatisch krank ist, dann können die Folgen schon schwerwiegend sein. Also es kann zu Komplikationen führen, zu längeren Liegezeiten. Die Menschen haben Rückfälle, müssen noch mal ins Krankenhaus. Ja, und letzten Endes erhöht es die Mortalität. Das heißt, die Menschen sterben früher? Das belegen europaweite Studien. Sie waren auch schon als Patienten im Krankenhaus, Burgis und Ulrich Arndt. Sie sind unsere Testesser in unserer kleinen Stichprobe. Das Ehepaar bestellt in der Cafeteria das gleiche Gericht, das heute auch die ambulanten Patienten bekommen. Es gibt Spargel mit Kartoffeln und Sauce Hollandaise, dazu ein Rumpsteak. Die Soße schmeckt wie aus dem Tetrapack, nach Fett, einfach nur nach Fett. Und der Spargel, wie ist der? Der geht, der Spargel. Nicht holzig? Nee, dem was Stück, was ich hatte, nicht. Das Fleisch ist mir ein bisschen zu fest einfach. Man kann es essen, aber es ist jetzt nicht der Brüller. Nein. Das gleiche Essen lassen wir auch im Labor auf Inhaltsstoffe untersuchen. Und die Ernährungsexpertin bewertet die Mahlzeit direkt vor Ort. Und wie ist Ihr erster Eindruck? Also im Prinzip von der Zusammensetzung hier finde ich eigentlich gut, weil Gemüse und Kartoffeln sind eigentlich eine gute Basis. Mhm, dazu ein Stück Fleisch. Also für mich könnte die Gemüseportion ein bisschen größer sein. Oder vielleicht auch mal gar keine Eiweißbeilage, denn in dieser Hollandaise ist garantiert reichlich Fett drin und Ei drin. Im zweiten Krankenhaus probieren die Arzt das gleiche Essen, das auch die Patienten auf den Stationen bekommen. Kalbsgulasch mit Nudeln und dazu einen Salat. Was soll das Kalb sein? Kalb soll das sein. Kalbsgulasch. Salzig. Auch dieses Gericht kommt direkt in die Kühlbox und dann ins Labor. Und? Was sagen Sie zum Essen? Tja, also das Essen bestätigt eigentlich sämtliche schlechten Vorurteile. Es ist viel zu wenig Gemüse drin, also die paar Dosen Spargel oder Pilze, die kann ich mit der Lupe suchen. Gutes Fleisch ist kleingeschnitten, das ist gut. Salatportion sollte mindestens genauso groß sein wie die. Also das ist einfach zu wenig. Mhm. Mit Fertigdressing, fettem Fertigdressing versehen, auch nicht der Hit. Die Nudeln sind nicht nur völlig verkocht, sie sind schneeweiß und hier ist alles Schlabberlutsch. Das heißt, wie fällt Ihr Gesamtfazit aus?
Ja, also eigentlich ein Essen, was nicht hilft, gesund zu werden, was unterer Durchschnitt ist und was uns nicht mit den Nährstoffen versorgt, die wir gerade brauchen, wenn wir krank sind. Würden Sie sowas essen? Nee. Weil? Sieht ein bisschen aus wie Gehirn, ne? Ich würde es nicht anrühren. Sieht nicht wirklich appetitlich aus. Sieht wie aus wie, ja. Schon mal gegessen. Ja, so ziemlich, ja. Dass die Gerichte nicht nur unappetitlich aussehen, sondern auch schlecht sind, zeigen die Ergebnisse der Laboranalyse. Dr. Nils Schulz-Rutenberg bewertet sie für uns. Besonders kranke Menschen brauchen Vitamine. Folsäure zum Beispiel für die Wundheilung. Bei der Fleischmahlzeit mit Spargel fällt auf, dass in der Nährstoffanalyse keine der gemessenen Vitamine enthalten ist. Das heißt, es fehlen hier B-Vitamine, Folsäure und B12. Auch Vitamin E und Vitamin C sind messbar nicht vorhanden. Bei dem gemessenen Mineralstoff Calcium ist auffällig, dass der Gehalt so niedrig ist, dass man damit sehr schwer auf die empfohlene Tageszufuhr kommen wird. Von daher ist dieses Ergebnis sehr, ja, bedauernswert. Das Krankenhaus verweist auf die Möglichkeit, einen Beilagensalat dazu zu kaufen und schreibt, dass dann tatsächlich Vitamine im Menü sind. Was sagt der Ernährungsmediziner denn zum zweiten Essen? Bei dem Nudelgericht mit Salat ist es leider genauso katastrophal wie bei dem anderen Gericht. Man würde hier vermuten, dass durch den Salat vielleicht noch einige Vitamine enthalten sind. Leider zeigt die Nährstoffanalyse ganz klar, dass auch hier von den gemessenen Vitaminen und Mineralstoffen quasi nichts vorhanden ist. Wenn ein Patient längere Zeit mit so einem Essen versorgt wird, dann ist er ganz klar mangel- und fehlernährt. Das Krankenhaus schreibt dazu: Anhand einer Probe könnten wir die Ausgewogenheit Ihres Essens nicht beurteilen. Und auf die Rückmeldungen unserer Patienten zu unserem Essen sind wir stolz. Zu viel Fleisch, zu viel Fett und zu wenig Vitamine. Eine Studie kommt zum selben Ergebnis. Am Ende müssen wir alle die Rechnung zahlen, wenn Patienten in Krankenhäusern länger liegen, um gesund zu werden. Operationen können Leben retten, aber Krankenhäuser verdienen damit auch viel Geld. Gebärmutterentfernung oder Hüftgelenkersatz. Eingriffe, die oft gemacht werden. Zu oft? Wo befinden wir uns im internationalen Vergleich? Wo steht Deutschland, was die Häufigkeit von Operationen angeht? Zum Beispiel beim Thema Gebärmutterentfernung. Im Mittelfeld, würde ich mal sagen. Zwischen Italien und Polen. Ich weiß, dass die Zahlen zum Glück deutlich zurückgegangen sind. Ich habe sie noch. Dann gucken wir doch mal, was Hüftgelenkersatz angeht. Wo steht Deutschland da? Ja, ich kenne viele, die Hüftoperationen haben. Dritter Stelle? Das wäre hier. Kurz hinter Schweden, hätte ich gesagt. Also so im oberen Drittel? Ja. Und wie sieht es mit den Herzkathetern aus? Sehe ich uns auch wieder im ersten Drittel? Fatal, dass man da immer das gleiche Bauchgefühl hat. Sie ahnen es also schon. In Deutschland wird oft operiert. Aber ob Sie mit diesem Ergebnis rechnen? Im Ranking stehen wir auf Platz 2. Oh mein Gott. Hätte ich nicht gedacht. Deutschland ist hier auf Platz 2. Sind die Hüften der Deutschen anfälliger als die Hüften der Niederländer? Eher nicht. Also ich glaube eher, dass die Situation für die Hüfte in Niederlanden nicht ganz anders ist als in Finnland oder Estland. Warum wird denn in Deutschland mehr operiert? Gute Frage. Aber hier sind wir spitze. Auf der 1, ja, okay. Kleiner Eingriff, große Wirkung, wahrscheinlich auch für den Geldbeutel der Ärzte. Ja, aber auf der anderen Seite ist es so, dass die Medizin in Deutschland sehr weit entwickelt ist. Und deswegen macht man natürlich auch manche Operationen eher als in anderen Ländern, wo sie nicht so entwickelt ist. Ja, also Norwegen ist jetzt kein unterentwickeltes medizinisches Land, ne? Nein. Frankreich eigentlich auch nicht. Nö. Ja, müsste mehr hinterfragt werden, ob diese Operationen wirklich nötig sind. Werden bei uns zu viele Operationen gemacht? Astrid Dreyer hat ständig starke Schmerzen, bekommt täglich Opiate. Eine sogenannte Wirbelkörperversteifung wurde ihr zum Verhängnis. Ja, es ist schon ziemlich trist geworden, ne? Ich kann nicht mehr arbeiten. Ja, Freizeitaktivitäten sind auch sehr begrenzt.
ja, ziemlich, ja, schon ein bisschen einsiedlerisch, würde ich sagen. Und ich war früher feierfreudig. Das hat sich eigentlich erledigt. Heute ist sich die 47-Jährige sicher. Dem Verschrauben von Teilen ihrer Wirbelsäule hätte sie niemals zustimmen sollen. Für mich hat es keinen Sinn gehabt, weil es hat für mich die Situation nur verschlechtert, deutlich verschlechtert. Da muss man sich mit arrangieren und so wird es auch weitergehen. Ne? Machtlos ist man denn. Ne? Ja, ausgeliefert. Ja. In den vergangenen 8 Jahren wurde sie 15 Mal operiert. Heute ist sie Schmerzpatientin. Ihr Rücken wird nie wieder aufhören, ihr weh zu tun. Professor Volker Tronier ist der Arzt, an den sich Astrid Dreyer inzwischen gewendet hat. Tag. Guten Tag. Hallo. Darf ich Ihre Frau mitnehmen? Ja? Ja. Angefangen hat alles damit, dass sie wegen Rückenschmerzen an der Bandscheibe operiert wurde. Als das nicht half, wurde ihre Wirbelsäule versteift. Und dann ist Schluss. Also das ist schon eingeschränkt. Tut es jetzt im Rücken weh oder tut es in den Beinen weh? Also jetzt im Das, da darf ich nicht drücken? Nee, nicht so. Okay. Eine Wirbelkörperversteifung ist eine Operation, die sonst nur bei Wirbelbrüchen oder bei Wirbelgleiten zum Einsatz kommt, um eine Querschnittslähmung zu verhindern. Im Fall von Frau Dreyer ist höchstwahrscheinlich die Bandscheibenoperation, mit Sicherheit aber die Versteifungsoperation nicht indiziert gewesen, die falsche Entscheidung gewesen. Und das belegt ja auch, dass nach 11 Monaten der gleiche Operateur alles wieder rausgenommen hat, aber einen erheblichen Schaden gesetzt hat. Schwer zu ertragen für die Patientin. Wenn ich höre, dass alles das, was mir jetzt mittlerweile widerfahren ist, nicht nötig war, also, das ist schon frustrierend, absolut. Vorsichtig gesagt ist natürlich eine Wirbelsäulenversteifung eine Operation, mit der man auch ganz gut Geld verdienen kann. Deutlich mehr als mit einer einfachen Bandscheibenoperation oder auch mit einer Entlastungsoperation. Das ist zum Teil gerechtfertigt, man braucht mehr Material, das kostet. Aber es wird halt überproportional gut vergütet, sodass zumindest der Eindruck entstehen kann, dass das auch in manchen Fällen eine Rolle spielt. Zwischen 2006 und 2016 hat sich die Zahl der Wirbelkörperversteifungen nahezu verdoppelt. Das ist genau der Zeitraum, in dem auch Astrid Dreyer operiert wurde. Ich verstehe den Arzt nicht, der diese Operation durchgeführt hat. Das verstehe ich. Ich verstehe es einfach nicht. Ich finde, er hat einen Eid geschworen, dass er den Menschen helfen will. Und das hat er in meinem Fall nicht getan. Sie hofft, dass Filme wie dieser dazu beitragen, dass sich die Situation verbessert und nicht noch mehr Patienten ertragen müssen, was sie erlebt hat. Wer verdient eigentlich an den Operationen? Ich treffe Professor Karl-Dieter Heller. Er operiert insgesamt 2000 Hüften und Knie pro Jahr. Der Chirurg ist im ständigen Kontakt mit Chefärzten und kennt den Druck, unter dem viele Kollegen stehen. Was er uns erzählt, ist alarmierend. Es gibt Klinikträger, die von ihren Abteilungen gewisse Mengen erwarten. Es gibt auch Klinikträger, und das weiß ich als erster Vorsitzender der Vereinigung Leitender Orthopäden und Unfallchirurgen, die ihren Chefärzten klar vorrechnen, wie viel denn die Region an Patientenkollektiv hergeben würde und das mit ihren Zahlen vergleichen. Ja, und inwiefern ist genau das eben problematisch? Für die Chefärzte ist das zum Teil sehr problematisch, weil sie das zum Teil natürlich nicht erreichen können und dann in einen gewissen Druck kommen. Das ist so. Und es ist einfach Medizin und Ökonomie, das sind zwei Dinge, die sich nicht gut miteinander vertragen. Inwiefern bereitet Ihnen diese Entwicklung auch Sorge? Dass wir ökonomisch mittlerweile dominiert werden, das bereitet mir große Sorge. Die Kompensation gelingt nur über eine Fallzahlenmehrung, weil eine Fallzahlenmehrung mehr Umsatz macht. Ja, und da ist der Ansatz falsch. Ich muss nicht über Fälle Geld generieren, sondern über Qualität. Das ist das, was wir wollen. Wir wollen gute Qualität haben. Ein Weg, wie sich Patienten vor unnötigen Operationen schützen können, ist die Zweitmeinung. Genau die hat Angela Landgräbe vor einer Hüft-OP bewahrt.
Ärzte hatten ihr dringend zum künstlichen Hüftgelenk geraten. Dabei hat sie gar keine Schmerzen. Sie haben mich unter Druck gesetzt und ich war gar nicht dafür vorbereitet und wollte das auch nicht. Ja, ich gehe da hin und will das besprechen und dann kommt schon nur der Druck. Das fand ich ja enttäuschend, ein bisschen traurig auch. Was haben denn die Ärzte Ihnen genau gesagt? Das müsste gemacht werden und wenn ich es nicht bald machen ließe, wäre es für den Operateur schwieriger. Das war eigentlich das Schlimmste, dass ich dachte, wenn ich jetzt nicht das mache, wie es gesagt wird, dann kann er nicht mehr richtig operieren und dann wird es nur noch schlimmer. Die 70-Jährige kam hierher, um sich direkt operieren zu lassen. Professor Heller hat aber erst mal davon abgeraten. Ihre Angst, es könnte bald zu spät für eine OP sein, unbegründet. Das ist bei dem Befund eigentlich nicht so. Das ist eine Verschleißerkrankung, die sich möglicherweise verschlechtert im Sinne der Beschwerden. Aber Sie müssen damit nicht operiert werden, um Schlimmeres zu vermeiden. Sie hat eine starke Arthrose. Unsinnig wäre eine Hüftoperation nicht, findet auch Professor Heller. Das ist so ein ganz normaler Schritt wie mitten in der Stadt. Haben Sie Schmerzen, wenn Sie so laufen? Nein. Gar nicht, geht gut. Wunderbar, dann gehen wir hier nochmal rein. Herr Heller, wie ist der Status quo? Wir haben eine deutlich eingeschränkte Beweglichkeit der Hüfte, wir haben ein hinkendes Gangbild, aber der Leidensdruck in Bezug auf Schmerz ist gering ausgeprägt und der Wunsch nach der OP ist ebenso gering ausgeprägt. Das heißt, mir ist es immer lieber, wenn der Patient dann irgendwann kommt und sagt, ich kann jetzt nicht mehr, tun Sie was. Können Sie damit leben? Gut, ja. Ja? Ja, ist genau richtig, ja. Er hat es ganz sensibel erfüllt. Ich bin noch nicht so weit. Einen zweiten Arzt aufzusuchen, das befürworten inzwischen auch viele Krankenkassen. Was würden Sie Patienten raten, die vielleicht Angst davor haben, dass Ärzte ihnen Operationen aufdrängen? Ich halte es für extrem wichtig, dass gerade diese Patienten eine Zweitmeinung einholen. Der Arzt hat keinen Druck zu machen. Der Arzt muss dem Patienten darlegen, was er hat, wo es herkommt und kann empfehlen. Und dann muss mit dem Patienten zusammen entschieden werden, ob man es macht oder nicht. Es ist nicht okay, hier zu sagen, Sie müssen. Es gibt kein Muss. Auch wenn Ärzte von Krankenhäusern unter Druck gesetzt werden, entscheidend darf für sie nur das Wohl des Patienten sein. Worüber sich viele im Krankenhaus ärgern, die hohen Preise im Kiosk. Ich habe eingekauft. Getränke, Knabbereien, Shampoo und Deo. Einmal im Krankenhaus und einmal in Supermarkt, Drogerie und Discounter. Im normalen Geschäft kostet dieser Korb 9,77 Euro. Die große Preisfrage ist, was kostet dieser Korb mit den gleichen Produkten im Krankenhauskiosk? Ich würde sagen 50% mehr. 50% mehr wäre ungefähr 15 Euro? Ja. 13 Euro. Knapp 12 Euro. Mhm. Also so ein bisschen teurer, ne? Ja. Ja. 15, 16. 19,38 Euro. Stoppelt. Wow. Okay, das ist sehr viel teurer. Das ist fast doppelt so viel. Ja, genau. Ja. Wie finden Sie das? Nicht in Ordnung. Gerade die Kranken, ne? Die werden ja gezwungen, da zu kaufen. Das ist dann schon Abzocke, ja. Wie überall, der kleine Mann wird immer betrogen, ob so oder so. Besonders wenn man länger krank ist, können sich solche Kleinigkeiten läppern. Einige Patienten fühlen sich deswegen abkassiert mit Nebenkosten. Es geht nämlich noch dreister. Eine NDR-Zuschauerin hat sich an die Redaktion gewendet. Der Grund? Hohe Telefonkosten in einer Klinik. Ich bin in Schiesel verabredet. Diana Cartwright musste mehr als 230 Euro fürs Telefonieren bezahlen. Hallo, Frau Cartwright. Hallo, schön, dass Sie da sind. Ja, freut mich. Kommen Sie doch rein. Gerne. Im Vorfeld ihres Reha-Klinikaufenthalts bekommt Diana Cartwright eine Broschüre zugeschickt. Unter anderem stand dann drin, ein zuverlässiger Handyempfang ist nur über das Vodafone-Netz möglich. Das hatten Sie nicht. Und das habe ich nicht. Und dann sagte man mir, ja, wir haben hier gerade so ein Paket zum günstigen Preis. Und dann waren das halt insgesamt 78,10. Naja, dachte ich, das ist eigentlich schon ganz schön teuer. Ne? Und dann haben Sie in den sauren Apfel gebissen und die 78 Euro bezahlt. Genau, ne? So, ja.
Das Paket enthält Telefon, WLAN und Fernsehen. In dem Glauben, eine Flatrate gebucht zu haben, telefoniert die Patientin über 3 Wochen jeden Abend mit ihrem Mann. Dann kam der letzte Tag und dann präsentierte man mir eine Rechnung. Also zu zahlen waren noch 153,72 Euro. On top zu dieser Grundgebühr dazu. Und, ja, richtig. Was Diana Cartwright nicht wusste, jede Telefoneinheit wurde mit 14 Cent extra berechnet. Insgesamt sollte sie also 231,82 Euro zahlen. Und dann habe ich mir überlegt, wo steht das überhaupt? Und dann sagt sie, ja, das haben Sie doch bei Ihrer Ankunft unterschrieben. Und dann hat man mir diese Kopie vorgelegt. Aha. Und in der Tat habe ich die unterschrieben. Und in der Tat steht da das auch drauf, dass die Gebühreneinheit 14 Cent kostet. Und das habe ich einfach überlesen. In der Aufregung? In der ganzen Aufregung, ja. Wie finden Sie diese Praktik? Ich finde es unmöglich, dass man erst mal so angelockt wird mit dem Satz, hier ist nur Vodafone möglich. Und dann wird ein Paket verkauft. Die Klinik schreibt dazu, ein Paket bieten wir nicht an. Und die Patientin sei vor ihrem Aufenthalt und an der Rezeption auf zusätzliche Kosten hingewiesen worden. Diana Cartwright kann sich daran nicht erinnern. Dann hätte ich es auch anders gemacht. Ich hätte meinem Mann auch sagen können, dass er mich anruft. Wir haben eine Flatrate. Mhm. Das hätte mich hier nichts gekostet. Also formal? Formal ist es meine Schuld. Ja. Wir fragen Krankenhäuser in 4 norddeutschen Bundesländern an. Was bezahlen Patienten, die eine Woche lang im Krankenhaus liegen und 20 Minuten am Tag ins Inland telefonieren? Das Ergebnis? Kostenlos ist das Telefonieren nur im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. 11 Häuser liegen im Mittelfeld, bis zu 32,20 Euro. Am teuersten das Marienkrankenhaus in Hamburg. 39,90 Euro für eine Woche. Besonders erschreckend, in 7 von 13 Krankenhäusern müssen Patienten sogar bezahlen, wenn sie sich nur anrufen lassen wollen. 7 Tage bis zu satten 21 Euro. Ich treffe mich mit dem Gesundheitsexperten der Verbraucherzentrale Hamburg, Christoph Kranich. Was sagen Sie denn konkret zu unseren Ergebnissen? Ich bin entsetzt, dass fast alle Krankenhäuser so teuer sind, bis auf ein einziges, das UKE, wo man gar nichts zahlt für Telefonieren. Und das zeigt ja, dass es geht. Was ärgert Sie dabei besonders? Mich ärgert besonders, dass man eigentlich die Notlage der Patienten ausnutzt, wenn die im Krankenhaus sind. Das ist unmöglich und damit rechnet man nicht. Und man rechnet auch nicht damit, dass man für angerufen werden bezahlen muss. Das Hamburger Marienkrankenhaus schreibt uns dazu, sie werden darüber nachdenken, hier künftig zu neuen Lösungen zu kommen. Keine gefährlichen Keime. Gutes Essen. Und sinnvolle Operationen. So wünschen wir uns Krankenhäuser.